Wie viele Betreiber von Server Betreiber benutzen wir ESXi Server oder virtualisierte Server. Wir benutzen das, um Maschinen zu virtualisieren. Manche in Sandboxen, also Software-Sicherheitskästen-Bereiche, die dann halt versucht, dass die Prozesse innerhalb von einer virtuellen Maschine nicht in den übergeordneten Hypervisor, in dem sie laufen, auf der Hardware, die sie laufen, überspringen, damit eine Sicherheitslücke erstellt. Hier ist, heute hören wir FYYY from Triton Security Labs, Sicherheitslabs, und sie wird darüber reden, wie die Sicherheitslücken, die sie in den letzten Jigpawn Capture the Flag Sicherheitslücken gefunden hat, funktionieren. Also, eine große Runde Applaus für F1YYY. F1YYY. Hallo. Hallo, hallo. Danke für die Einleitung. Ich bin F1YYY, ein Sicherheitsforscher bei und ich zeige euch, wie man aus Sandbox virtuellen Maschinen ausbrechen kann mit ESXi. Wir haben hier eine ich erkläre euch, wie wir das in dem CTF gefunden haben und wie der Ausbruch funktioniert hat. Ich zeige auch die Arbeiten, die wir darüber veröffentlicht haben. Wir sind Teil dieses Sicherheitslabs Chaintech. Wir haben unterschiedliche praktische technologische Sachen angeschaut, wie Android-Routing, IoT, Verteidigungsforschung und so weiter. Einige spielen auch CTF als Teil von Bloop und Team Deliverers. Wir haben beim DEFCON die CTF-Gruppe gewonnen. Wir sind auch Organisierer von einem eigenen CTF mit sehr schweren Problemen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann kommt zu unserem CTF-Spiel. CTF. Bevor wir unsere Reise anfangen und wie wir die virtuelle Maschine verlassen können, müssen wir darüber nachdenken, was ist das überhaupt? Ich möchte gerne euch diese Frage stellen. Benutzt irgendeine Virtualisierungssoftware? Wenn ihr eine Virtualisierungssoftware wie zum Beispiel VMware Workstation, Hyper-V, VirtualBox oder ähnliches benutzt habt, meldet euch mal. Okay, ja, super. Viele. Also, wenn ihr ein Softwareentwickler seid oder ein Sicherheitsforscher seid, dann habt ihr wahrscheinlich Virtualisierungssoftware schon öfters benutzt. Aber hat irgendeiner schon von virtuellen Maschinenausbruch gehört? Bitte nochmal melden. Oh, Überraschung. Danke. Es überrascht mich, dass ihr alle darüber was wisst, aber ich möchte es trotzdem nochmal vorstellen. Was ist der virtuelle Maschinenausbruch? Das Host-Betriebssystem läuft auf dem Hypervisor. Der Hypervisor ist quasi das Grundbetriebssystem und das hat viele auch und das behandelt auch virtualisierte Hardware, die von den Guest-virtuellen Maschinen benutzt werden, oder Guest-Betriebssystemen. Das ist, wie normale Virtualisierung funktioniert. Die Guest-Betriebssysteme sind voneinander isoliert und können nicht mit dem Host-OS nicht das Host-OS angreifen oder nicht mit dem auf dem Host-OS interagieren. Wenn aber im Host-OS ein Betriebssystem-Bug existiert, dann ist es möglich, von den Guest-Betriebssystemen in das Host-Betriebssystem auszubrechen. Wenn diese
Sicherheitsbugs ausgenutzt werden, um dann beliebigen Code auf dem Host OS auszuführen. In diesem Fall, und das nennen wir Virtualisierung, virtuelle Maschinenausbruch. Warum schauen wir uns ESXi an? Der erste Grund ist, dass wir sehen, dass es häufiger und häufiger benutzt wird, also eine private Cloud benutzt wird, um private Daten zu speichern. Diese Firmen benutzen diese Methodik. Und vSphere ist eine Lösung von VMware. Und wenn ihr wenn ihr bei einer Firma seid, dann könnt ihr vielleicht VMware benutzen. Und ESXi ist der Hypervisor. Es wird häufig in privaten Cloud-Anwendungen angewendet. Das zweite ist, dass es ein herausforderndes Angriffsziel ist. Es gibt viele unterschiedliche Angriffe auf VMware Workstation in den letzten Jahren. Es wurden unterschiedliche Sicherheitslücken ausgenutzt in der Grafikkarten oder in Netzwerkkarten oder USB-Geräten. Aber es gibt keinen öffentlichen Ausbruch aus ESXi. Also es ist ein herausforderndes Ziel von uns und wir lieben eine Herausforderung. Warum ist ESXi so herausfordernd, so schwer, also den Ausbruch aus ESXi? Das erste ist, dass wenige Dokumente darüber existieren. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist ein White Paper, also eine grundlegende Erklärung von VMware. Dabei werden nur ein paar Definitionen und Bilder angezeigt, ohne irgendwelche Details. Lass uns auch mal kurz auf die Architektur von ESXi eingehen. ESXi ist ein Enterprise Hypervisor, der direkt auf einem Server, auf einer Hardware läuft. Besteht aus zwei Teilen, einmal dem VMware Kernel und die Benutzerwelt. Der VM Kernel ist ein POSIX-ähnliches Betriebssystem und es benutzt ein Dateisystem, das im Arbeitsspeicher gehalten wird. Das bedeutet, alle Dateien, die da drin gespeichert sind, sind nicht persistent. Und der VM-Kernel kümmert sich auch um die Hardware für ESXi. Es gibt auch VMware, Driver, I.O., also Input-Output-Sachen und eine API. In der Benutzerwelt, die wird von VMware benutzt, um die Betriebssysteme, die auf dem VMware-Kernel zu limitieren. Und es ist diese Prozesse haben nur eine reduzierte Menge von POSIX-Befehlen. Manche der benutzten APIs. Es gibt manche User-World-Prozesse, die von dem VMX gehostet werden. Diese Architektur von ESXi. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie die ESXi-Maschine funktioniert. Das VMS-Prozess kann mit der VMware kommunizieren, mit einer dokumentierten, spezialisierten API Aufruf. Wenn das Gastbetriebssystem Instruktionen erstellt und diese zu VMware zurückgeleitet werden, wird von der VMware die Anfragen verarbeitet. So funktioniert die VMware-Maschine. Wie können wir jetzt von der virtuellen Maschine ausbrechen? Es geht nur, wenn es eine Schwachstelle in der virtuellen Hardware gibt. Der Treiber wird mit der virtuellen Hardware kommunizieren und kann die Schwachstellen ausnutzen. Wir können Shellcode in dem VMX-Prozess ausführen und
so aus der virtuellen Maschine ausbrechen von ESXi. Der zweite Grund, warum ESXi so herausfordernd ist, ist die User World API. Die WMX nutzt sehr viele undokumentierte Aufrufe. Und wenn du Code vom WMX zurück auf Code von WMX zurückschließen willst, ist es sehr schwierig. Glücklicherweise konnten wir zwei System-Call-Tabellen finden, die es gibt zwei System-Call-Tabellen, die wir gefunden haben. Diese sind hilfreich, um auf Code zurückzuschließen. Es gibt manche Sicherheitsvorkehrungen, die es hier gibt. Also müssten wir zusätzliche Informationen heranziehen, um die zufällige Verschlüsselung zu brechen. Zusätzlich haben wir herausgefunden, dass es eine weitere Sicherheitsmaßnahme gibt, und das ist eine Sandbox, die den WMX-Prozess abschließt. Also du kannst im WMX-Prozess Shellcode ausführen, aber du kannst nicht sensitive Informationen herangelangen, außer wenn du aus der Sandbox ausbrichst. Drittens hat die WMS von ESXi nach der Kompilation des WMX zwischen der Arbeitsstation und ESXi sind zum Beispiel ist die Paketübertragungsfunktion wurde vom WMX in den WM-Kernel übertragen. Wenn du Schwachstellen, es gibt viele Schwachstellen, die im Paketübertragungsfunktion stecken der Treiber. Und die werden nur die Arbeitsstation betreffen. Der WMX von ESXi hat nur eine sehr geringe Angriffsfläche. Lass uns jetzt die Reise beginnen, von ESXi auszubrechen. Lass uns die gesamte Ausnutzungskette betrachten. Wir verwenden zwei Schwachstellen. Und das zweite ist ein nicht initialisierter Stapellesung. Wir können jegliche Adressfreigaben geben, nutzen, um Informationen zu extrahieren. Nachdem wir beide diese Schwachstellen ausnutzen, können wir jegliche Shellcode-Ausführungen in den WMX-Prozess herbeiführen. Wir nutzen logische Schwachstellen, um diese Sandbox zu entkommen. Das ist die gesamte Ausnutzungskette. Lass uns das erste verwenden, die erste Schwachstelle. Die erste Schwachstelle ist eine nicht initialisierte Stack-Usage. Wir nutzen die WMS-Netzwerkkarte. Diese versucht, Kommandos auszuführen. Es wird die Physics-Memory-Page-Seite ausnutzen. Es nutzt die Memory-Mapping-Funktion zwischen dem Host und dem Gast. Danach wird das WMXNet eine Funktion initialisieren, die auf diesem Stack läuft. Es wird einen Extraktor verwenden, um dieses Command auszuführen. Und zuletzt wird es die Physics-Memory-Release-Funktion nutzen, um
die Memory Page zu extrahieren. Es schaut also aus, als gäbe es hier keine Probleme hier, aber wenn du diese Funktion anschaust, dann können wir das nicht initialisieren, weil es einen Check gibt, bevor die Initialisierung der physikalischen Memory Page gibt. Wir versuchen die Adresse, wenn der Check passiert, dann initialisiert es. Wenn dieser Check nicht funktioniert, dann wird der Stack niemals initialisiert. Zu guter Letzt können wir die Adressargumente kontrollieren, indem wir die Memory-Adresse in den Register schreiben. Was noch schlimmer ist, ist die Funktion physikalische Memory Release. Wenn diese Funktion nicht initialisiert wird. Also, die Sache daran ist, wenn wir die Daten auf dem Stack jetzt ein bisschen padden können, haben wir die Möglichkeit, arbiträre Transformationen zu machen. Also padden wir die Daten auf dem Stack und sorgen dafür, dass der Check failed. Und wenn es dann zum befreiten Speicher kommt, wird es dann einen Pointer unserer physikalischen Memory Page freen. Also suchen wir jetzt eine Funktion, um die Daten auf dem Stack zu padden. Also wo kann man denn sowas finden im Software Development? Naja, überall da, wenn wir Speicher auf dem Stack freimachen. Ansonsten tun wir es auf dem Heap. Und versuchen eine Funktion, die diese Vorgaben erfüllt. Eine Funktion in unserem Gastsystem finden wir diese Funktion. Also wenn diese Zahl kleiner ist als das, als dieser Wert, nutzen wir den Stack, um das Ganze zu speichern, und dann kopieren wir die Daten vom Gastsystem zum Hostsystem. Also können wir jetzt die Funktion nutzen, um unsere Daten auf dem Stack zu padden. Und wie wir das machen, um arbiträre Transformationen zu machen, also können wir die Instruktion im Gastsystem nutzen, um die Daten auf dem Stack zu padden. Also diese Daten zeigen den Inhalt des falschen Memory Structs. Es sollte eigentlich null sein, aber diese falschen Daten wollen wir jetzt freen. Also setzen wir ein paar Register im VMXNet, was die Funktion der Memory Create benutzt, und dann updaten wir die MAC-Adressen der Karte, das führt dann zu im VMX dazu, dass diese Struct zerstört wird, die wir davor gepaddet haben. Die ist aber eigentlich mit einer festen Größe, und es guckt, ob der Page Count 0 ist. Wenn ja, dann befreit es den Pointer. Also können wir jetzt arbiträre Daten transferieren durch diese initialisierte Stack-Schwachstelle. Also die zweite Schwachstelle, die wir nutzen, ist auch in der Netzwerkkarte. Es versucht, das Kommando getPolicy aufzurufen. Und es zwingt den Memory Align dazu, 16 zu sein. Danach initialisiert es die ersten 8 Byte auf dem Stack, aber dann vergisst es, die nächsten 8 Bits zu initialisieren, und dann schreibt es dieses Struct wieder zurück in unser Gastsystem. Also können wir durch den initialisierten Daten auf dem Stack nutzen, um dadurch Daten zu übertragen.
Und nach dem Debuggen haben wir festgestellt, dass es feste Offsets zwischen den Speicheradressen gibt. Also um alle Informationen zu kriegen über den Adressraum, können wir die ganzen Informationen über den Adressbereich durch diese Schwachstelle bekommen. Also was haben wir jetzt? Wir können arbiträre Adressen freen und wir können alle Informationen über den Adressraum bekommen durch die zweite Schwachstelle. Also was wollen wir machen? Naja, wir wollen ja arbiträren Shellcode ausführen. Also wie bauen wir die beiden Schwachstellen jetzt zusammen, um damit unser Ziel anzugreifen? Es ist natürlich echt schwer, das Ganze durch arbitrary address free zu machen, aber es ist aber natürlich viel einfacher, wenn wir dazu arbiträre Adressen schreiben können. Aber wie kriegen wir das denn hin? Durch den Nutzen von Memory Free. Also, wir haben eine Struct und die muss halt Pointer beinhalten und die Größe davon. Also, und wir müssen diese Struct müssen wir, wenn wir die beschreiben können, haben wir leicht arbiträre Adressspeicherzugriffe. Also, wo finden wir das Ganze? Also, wir nutzen dazu Structures auf dem Heap, aber wir können dazu nicht wir können nicht das Layout von dem Heap manipulieren, da der stabil sein muss. Also können wir keine Structures im Heap benutzen. Also als wir ein bisschen reverse engineert haben, haben wir eine Struktur dafür gefunden. Das ist nämlich der RPC Channel. Was ist VMware RPCI? Das ist ein Channel, um Kommunikation zwischen dem Gast und dem Gastbetriebssystem zu ermöglichen. Und das Interessante ist, ich möchte fragen, wenn jemand VMware Tools auf ihrem Gastbetriebssystem installiert hat. Nicht so viele wie vorher. Also, wenn du eine VMware Workstation nutzt, dann hast du wahrscheinlich VMware Tools in deinem Gastbetriebssystem installiert. Weil, wenn du diese Tools installiert hast, kannst du angenehme Funktionen nutzen, wie etwa Dinge zwischen dem Host und dem Gast hin und her zu kopieren. VMware Tools sind implementiert, indem beliebige Kommandos verwendet werden. Hier sind ein paar Beispiele der Kommandos, die da implementiert sind. Wir können zum Beispiel InfoSet-Funktion verwenden, um Informationen über unseren Gast zu setzen. Und wir können diese Information wieder auch ablesen. Was passiert, wenn wir diese Kommandos in unserem Gast ausführen? Zum Beispiel, wenn wir diesen RPCI-Kommando in unserem Gast ausführen, was passiert dann im VMX? Es wird ein RPC-Händler ein Anfrage zurückgeben. Dieser RPC-Händler wird dann einen Subcommand nutzen, in dem es die Anzahl der Register im Gast überprüft. Das RPC-Tool im Gastbetriebssystem wird einen Channel öffnen, der wird es dann initialisieren. Dann wird es ein Subkommando verwenden, setlen, um die Größe des Channels zu setzen und es wird Speicher allozillieren, um dieses RPCI-Kommando auszuführen. Danach wird es ein setData-Subkommando ausführen, um die Daten zu padden im Speicher. Sobald
dass die Daten vom Gast gesendet werden, wird es das Send-Land-Subkommando nutzen. Es wird ein gleichnamigen APCI-Kommando verwenden, um diesen String auszuführen. Danach wird es ein Close-Subcomment ausführen, um die Channel-Struktur aufzulösen, die Daten wieder zu befreien und die Größe auf Null zu setzen. Was passiert, wenn wir jetzt dieses APCI-Kommando in unserem Gast ausführen? Es gibt des Weiteren einen Channel-Struktur- Fehler in unserem Extraktor, die wir nutzen können. Das ist eine perfekte Struktur für unsere Ausnutzung. Jetzt haben wir alle Dinge, die wir brauchen. Wir haben Schwachstellen, wir haben die Struktur. Wie können wir das kombinieren? VMX nutzt das PD-Memlock, um einen Speicher zu verwalten. Also, wir nutzen jetzt den FastBinAttack. Was ist FastBinAttack? Es ist eine Methode, um Heap-Schwachstellen auszunutzen in unserem System. Es ist eine Ausnutzungsmethode, um PT-Memlock auszunutzen. Wie können wir das ausnutzen? Danach, nachdem wir den Check im, wir entscheiden, die Replay-Index auszuführen. Dadurch können wir diese Adresse als falschen Trunk benutzen und davor ist die aktuelle Länge. Danach wird die Länge des Fake Trunks die Länge des Kanals gesetzt werden. Das heißt, wir können irgendeinen Wert setzen, um den Check zu umgehen. Das heißt, hier können wir den Check umgehen. Dieser falsche Trunk wird zuerst in die Linked List eingeführt. Dann können wir den Fake-Trunk initialisieren durch eine andere Sicherheitslücke. Dann können wir den nachfolgenden Channel mit von Channel plus 1 von Channel plus 2 überschreiben. Und damit können wir einen Teil vom Channel N plus 1 überschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt beliebige Arbeitsspeicher schreiben machen kann, kann ich das einfach wiederholen. Erinnert euch noch unser Ziel? Unser Ziel ist es, beliebigen Shellcode im VMS auszuführen. Und wir können beliebige Adressen jetzt schreiben. Es gibt viele Wege, beliebige Code auszuführen, wenn wir beliebigen Arbeitsspeicher schreiben können. Wir können einen Bereich überschreiben. Wir können Strata-Daten überschreiben. Wir können einen Pointer überschreiben auf einen ROP-Gadget. Wir können den Funktionspointer in irgendein Segment überschreiben. Und damit springen wir in unser ROP-Gadget hinein, das im Channel N plus 1 mitliegt. Und wenn wir ROP haben, dann kann man immer beliebigen Source Code ausführen. ROP ist Return-orientiertes Programmierung. Das ist eine Funktion, wie man Software schreibt in einem Rahmen einer Vulnerability. Ja, Sicherheitslücke. We try to
Wir versuchen jetzt unterschiedliche Sachen auszulesen, wie zum Beispiel /etc/password. Das funktioniert auch nicht. Dann haben wir realisiert, dass eine Sandbox, also eine Sicherheitsumgebung, existiert. Und wir können das meiste davon nicht ausführen, wenn wir nicht aus dieser Sandbox ausbrechen können. Der nächste Schritt ist, wie analysieren wir den und realisieren wir diesen Sandbox-Ausbruch. Als wir realisiert hatten, dass es eine Sandbox gibt, haben wir uns den Code angeschaut und haben den Kernel-Module, ein Kernel-Module, VM-Kernel Access Control Zugangskontrollsystem, Untersystem gefunden. Und dort wird Syscall Hooking, also dass man sich all die Syscalls umleitet, benutzt wird. Und wir haben dann die Konfigurationsdatei gefunden in diesem Ordner, /etc/vmware-policies-domains. Und es gibt viele unterschiedliche Sandboxen, die von VMware benutzt werden, für unterschiedliche Prozesse in der Benutzerwelt und Benutzerumgebung. Plugin-DOM und die globale VM-DOM. Das ist, wo unsere virtuelle Maschine drin läuft. Als wir das gefunden und gelesen hatten, war uns ziemlich schnell klar, dass der /var-Bereich der einzige ist, wo wir lesen und schreiben können. Wir hatten viele PID-Dateien, also Process-ID, wo die ID von unterschiedlichen Prozessen drin liegt oder drin gespeichert ist. Und diese Config-Datei ist die einzige Config-Datei, die wir überschreiben können. Was ist in initd? Initd ist eine Software, die ein Superserver ist, der Internet-Services anbietet. Und dann haben wir die uns angeschaut, die initd.conf. Und es definiert zwei Services, SSD und OAuthD, Authentifizierungsdaemon. Und definiert, welche Binärdateien von unterschiedlichen Services benutzt wird. Zum Beispiel SBIN-OAuthD. Außerdem haben wir festgestellt, dass OAuthD immer ausgeführt werden kann, aber SSHD unter Umständen nicht. Das heißt, ist die einzige Konfigurationsdatei, in die wir schreiben können. Was ist, wenn wir den Befehl umschreiben können? Und dann starten wir den initd-Prozess. Also wir überschreiben das hier zum Beispiel mit sh, also eine beliebige Shell. Und dann können wir den initd-Prozess neu starten, dadurch, dass wir ihn killen. Und dann müssen wir den initd-Prozess neu starten. Wir haben uns die Konfigurationsdateien angeschaut und der Kill-System-Call benutzt werden kann. Das heißt, wir benutzen Kill-Hang-Up, um den initd-Prozess neu zu starten. Danach können wir alle beliebige Fehler ausführen, dadurch, dass wir den initd-Befehl benutzen. So können wir aus der Sandbox, also Sandbox aus der Sicherheitsumgebung, ausbrechen. Hier ist eine Demo davon. Oh, sorry. Anscheinend funktioniert das nicht. Ihr könnt das aber trotzdem im YouTube auf YouTube finden. Wir haben diese Demo nach der CTF erstellt. Wir hatten eine Reverse Shell
In unserem, wir hatten eine Reverse Shell, wenn wir konnten eine Reverse Shell erstellen, nachdem wir in unserem Guest OS den Befehl ausgeführt haben, die Befehle. Wenn ihr weitere Informationen über unseren Angriffsweg lesen wollt, dann könnt ihr den hier finden. Das war's, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass ich wirklich. Wir haben Fragen, wenn ihr im Internet, die uns zuhören, Fragen stellen wollt, dann tut dies bitte über den IRC-Kanal. Und dann könnt ihr jetzt hier eure Frage kommen. Aber aktuell sind da noch keine. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Ja. Okay. Hast du VMware kontaktiert für diesen Hack? Wir haben all diese Schwachstellen an VMware berichtet. Es ist ein Jahr, nachdem sie es repariert haben. Danke. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich wollte nur wissen, ob es irgendwas gibt, was ich als Systemadministrator machen könnte, um sowas noch weiter zu reduzieren. Also, dass man sowas verhindern kann. Also, ob wir irgendwas in unserem ESXi-Setup machen können, dass es verhindert. Also, kannst du deine Frage bitte wiederholen? Gibt es irgendetwas, das man tun kann als ein Administrator, um diese Sandbox noch stärker abzusichern, sodass solche Angriffe nicht möglich sind? Die erste Frage, okay. Du kannst die Sandbox verstärken, indem man Kommandos auf der EXXI-Shell ausführt. Ich habe keine Kommandos jetzt hierher gegeben. Ich habe die Kommandos verwendet, um die Sandbox runterzubrechen. Du kannst Dokumente finden über die ES. Ich habe diese Dinge selber gefunden, indem ich die Kommandos verwendet habe, die auf der ESXi-Shell angeboten waren. Es wurde nicht von VMware dokumentiert, diese Kommandos. Ich werde diese Kommandos auf meinem Twitter veröffentlichen. Tut mir leid, dass ich diese noch nicht in die Slides gegeben habe. Hätten diese Dinge diese Kommandos die Angriffe verhindert haben? Die Sandbox wird verwendet, um den VMX-Prozess zu beschützen, abzusichern. Wenn du dein ESXi updatest, dann denke ich, dass es sicher sein wird. Vielen Dank, wir haben eine Frage aus dem Internet. Also funktioniert diese Schwachstelle auch auf anderen nicht VTDW enableden VMEXI-Installationen? Könntest du die Frage noch kurz wiederholen? Also, funktioniert es auch nicht auf enabled VMs oder ist es eine binäre Übersetzung? Ja. Also, diese Schwachstellen existieren alle in der virtuellen Hardware. Also, das Problem ist die virtuelle Hardware, die man in der virtuellen Maschine benutzt. Weitere Fragen? Ich sehe niemanden. Weitere Fragen aus dem Internet? Das war die deutsche Übersetzung von The Great Escape of EXI von dem 36C3 Communication Congress.